Spielzug. Das Fanmagazin der Deutschen Bahn berichtet vor jedem Bundesliga-Wochenende über die Partnervereine der DBAG. Hertha BSC und Eintracht Frankfurt. Heute seit 34 Jahren ohne Sieg Hertha bei den Bayern. Sein Rat zählt Herthas Co-Trainer Rainer Wittmeier. Und auf dem Weg an die Spitze Frankfurt in Bochum. Entspannt und doch fokussiert. Hertha BSC freut sich auf die Bayern. Es wird das härteste Stück Arbeit in dieser Saison für die Berliner und zugleich ein ganz besonderes Spiel. Mit Markus Babbel, Thomas Kraft, Andreas Ottel und Christian Lell kehren gleich 4 Ex-Bayern mit Hertha nach München zurück. Ich habe lange Jahre für den Verein gespielt und irgendwo ist eine, ich will nicht sagen eine Verbindung, aber ist man schon, wenn wir jetzt nicht ausgerechnet gegen Bayern München spielen, bin ich schon für den Verein, aber so das Kapitel München an sich ist abgeschlossen und speziell jetzt, wenn wir auch gegen München spielen oder auch zu Hause dann gegen München spielen, ist es logischerweise so, dass ich da kein Stück weit an die denke. Ja? Da will ich unsere 3 Punkte holen und nichts anderes. Am Samstag ruht die bayerische Vergangenheit, die Verbundenheit mit dem Ex-Verein. Hertha will dazwischenhauen in München, etwas mitnehmen aus der Allianz Arena. Thomas Kraft muss die Bayern-Offensive stoppen, vor allem Mario Gomez. In der letzten Saison noch sein Teamkollege. Ich kenne natürlich schon so ein bisschen die Sachen, die Mario auch im Training macht. Aber vielleicht macht er es ja halt auch deswegen dann genau anders. Das weiß ich nicht. Also deswegen, es ist vielleicht in der einen oder anderen Situation vielleicht hilfreich. Aber letztendlich groß helfen tut es dann auch nicht. Also ich muss das so machen wie bei den anderen Stürmern auch. Hertha bei den Bayern, der Tabellenzehnte beim Ersten. Die Rollen sind klar verteilt, das zeigt auch der Blick in die Historie. 1977 gelang der letzte Hertha-Sieg in München. Am Samstag muss schon alles passen, damit diese Serie reißt. Puh, ja, dass es nicht einfach wird, ist, denke ich, klar, weil einfach die Qualität der Mannschaft einfach unglaublich hoch ist. Aber nichtsdestotrotz wollen wir schon auch versuchen, nicht nur auf Missverständnisse der Bayern-Spieler zu hoffen, sondern auch selber was zu kreieren, sich selber Chancen zu erarbeiten und wenn möglich dann eben auch die eine oder andere dann eiskalt nutzen. Denn auch Bayern ist verwundbar, das wissen die Herthaner. Um in München zu bestehen, braucht es eine breite Brust, viel Laufarbeit und die richtige Taktik. Dafür ist er zuständig, Rainer Wittmeier, Herthas Co-Trainer. Also wichtig ist einfach, wieder kompaktes Auftreten, ähnlich wie in Dortmund. Pässe in das Zentrum, Alarmstufe rot, da müssen wir aggressiv die umkämpfen, diese Bälle. Beziehungsweise der Gegner, wenn man außer einen Spieler lässt, einen Ribéry, dann müssen wir sofort stellen. Seit knapp 3 Jahren, seit ihrer Zeit beim VfB Stuttgart, sind Wittmeier und Babbel ein Duo. Die Rollen auf dem Trainingsplatz sind dabei klar verteilt. Babbel beobachtet, Wittmeier gibt die Kommandos. Er schmeißt ja mehr oder weniger das ganze Training. Ich bin eben die Person, die dann eben versucht zu beobachten. Mir da Eindrücke dann da etwas leichter fallen, weil ich eben nicht involviert bin im Training. Das macht der Rainer. Und ich denke, da ergänzen wir uns einfach sehr, sehr gut. Und es macht mir wahnsinnig viel Freude und viel Spaß, mit ihm zu arbeiten. Und hoffe, dass wir noch einige Jahre zusammen sind. Wittmeier war selbst Spieler. Er kickte für Ludwigsburg, Pforzheim, Ditzingen und Ulm. Ein waschechter Schwabe mittlerweile mitten im manchmal schwabenfeindlichen Berlin. Ich fühle mich richtig wohl hier. Also ich habe da überhaupt nichts davon gemerkt. Also mir macht es Spaß hier zu arbeiten und die Leute sind sehr offen zu mir. Und ich denke auch, ich bin auch ein Trainer und eine Person, die auch überhaupt keine Probleme macht. Die Anweisungen auf dem Trainingsplatz gibt es im feinsten Schwäbisch. Da fordert der Co-Trainer schon mal den Schweinsgalopp von seinen Spielern und nicht alle wissen unbedingt, was gemeint ist. Ich verstehe schon alles, was er sagt. Also ich bin mir aber auch sicher, dass einige in der Mannschaft das nicht tun. Da kommt dann schon der ein oder andere Nachfrage mal an mich heran, was hat er denn jetzt da genau gesagt? Dann erkläre ich das. Rainer ist in meinen Augen ein sehr, sehr guter Trainer, der auch sich sehr gut, ja, der sehr gut mit den Spielern klarkommt und auch sehr, sehr akribisch an seinem Job arbeitet. Und das merkt man auf dem Platz, wenn er seine Anweisungen gibt. Und Rainer ist in meinen Augen ein sehr, sehr feiner Kerl. Okay, greifen wir Bayern an. Ha? Gucken wir mal, was er schon zusammengestellt für mich. Der Erfolg von Hertha ist auch der Erfolg von Rainer Wittmeier. Zu seiner Arbeit gehört die akribische Vorbereitung auf den nächsten Gegner.
In dieser Woche laufen natürlich die Bayern im Videostudium rauf und runter. Ja, das kommt drauf an. Das sind 3 bis 4 Stunden, wo wir da in der Woche dann auch Zeit in Anspruch nehmen für die Herausarbeitung von einfach Situationen, wo wir dann einfach auch am Wochenende Profit holen wollen. Wie gesagt, auch Bayern ist verwundbar. Das wird Wittmeier in der Videoanalyse herausarbeiten. Alles Weitere zeigt sich dann am Samstag ab 15.30 Uhr. Am 22. Oktober ist es soweit. In Berlin steigt die 3. Auflage des DB-Fan-Kicks. Team Kruse trifft auf Team Zecke. Gibt es diesmal einen Sieger, nachdem sich beide Teams zuletzt 14:14 getrennt hatten? Fakt ist, die 10 Gewinner, die sich über An- und Abreise nach Berlin, eine Hotelübernachtung, eine Führung durch das Olympiastadion, den Besuch des Spiels Hertha gegen Mainz und die Teilnahme am Fankick freuen können, stehen fest. Eine ganz besondere Aktion haben Hertha BSC und Hauptsponsor Deutsche Bahn ins Leben gerufen. Tut Gutes und spielt gegen Hertha. Ein soziales Projekt wird belohnt mit einem Kick gegen Herthas Profis. Alle Informationen rund um dieses ganz besondere Spiel gibt es in der Fanecke der Bahn und auf der Homepage der Herthaner. Ein Team auf dem Weg an die Spitze. Eintracht Frankfurt, ungeschlagen, mit der besten Torausbeute der zweiten Liga. Und er hilft dabei kräftig mit. Sturmkante Mo Idrissou traf 5 Mal in 4 Spielen. Für Mo läuft's und das von Anfang an. Am ersten Tag, wo ich hier gewesen bin, die Jungs hat mich richtig sehr gut aufgenommen. Dann sehe ich nicht so, wie ich neu bin. Und alle fangen kleine Spaß mit mir zu machen. Und davon auch bin ich die Richtige. Idrissou beschert dem zweiten Last-Minute-Einkauf im Sturm, dem Kanadier Rob Friend, einen Stammplatz auf der Bank. Zuallererst wegen seiner Tore, aber auch, weil Mo einfach Mo ist. Was Mo anbelangt, ist er sicher einfach ein Typ. Ja, man spricht immer von Typen, er ist einer. Der Trainer kann sich glücklich schätzen, in der Offensive ist sein Team bestens aufgestellt. Zumal auch Theofanis Gekas seinen Torriecher wiederentdeckt hat. Gut so, denn am Freitag geht's nach Bochum. Der VfL hechelt der Konkurrenz trotz zuletzt 2 Siegen immer noch hinterher, ist nur Tabellen-13. Nein, die gehören da nicht hin, das ist klar. Sie haben letztes Jahr auch knapp nur den Aufstieg verpasst. Und von daher wird das sicher ein Spiel wieder, das eigentlich von Anfang an 2 Aufstiegsanwärter gegeneinander spielen. Und das hat sich ja nicht geändert, auch wenn die Punkte nicht da sind. In Bochum ist die Eintracht also gefordert und damit auch Idrissou. Mo ist zu 100% bereit für den nächsten schweren Gang auf dem Weg zurück in die Bundesliga. Ich habe alles, was ein Fußballer braucht. Fällt mir nicht ein, was ich einer Fußballer hat, was ich nicht habe. Also große Klappe, Körpergewicht, ich bin einfach stark. Na dann, Bühne frei für Idrissou. Bisher hat er allen starken Worten auch große Taten folgen lassen. In dieser Woche verlosen wir einen Hauptstadt-Pott. Gemeint ist der Kaffeebecher von Rainer Wittmeier. Beantworten Sie nur folgende Frage. Für welchen Verein absolvierte Rainer Wittmeier 19 Spiele in der zweiten Liga? A. SSV Ulm oder B. VfB Stuttgart? Schicken Sie Ihre Antwort per Mail an die Adresse gewinnspiel@spielzug.com. Viel Glück! Spielzug, das Fanmagazin der Deutschen Bahn, meldet sich am nächsten Freitag wieder. Im Videochannel auf Sport 1, in der Fanecke der Bahn, bei TV Berlin, Rhein-Main TV und Rhein-Neckar Fernsehen.